Hallöchen, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Community Housing Projekt. Ja, das ist jetzt die Upgrade-Version. Ich habe es ja angedroht im Stream und die es nicht mitbekommen haben, ich habe gesagt, weil so viele neue Rezepte dazu gekommen sind, so viel wieder beigesteuert worden ist, jetzt auch ein Unterwasserpaket und allen drum und dran, machen wir 2.0 aus einigen Projekten. Das heißt, manche Häuser sind jetzt umgezogen, jetzt gibt es neue Aufnahmen dazu. Unter anderem ist jetzt das Unterwasserhäuschen, die Höhle, auch umgezogen. Und das ist jetzt eine Unterwasserruine geworden. Da gab es nämlich ein Kronpaket, dieses Unterwasser-irgendwas. Da waren so tolle Sachen dabei. Das hat jemand beigesteuert. Und Dankeschön nochmal für die ganzen Sachen. Wie gesagt, alles wurde mit rübergenommen, so viel wie möglich eingebracht. Noch ein paar Sachen gekauft und ne. Es ist echt knapp gewesen. Es sind noch ein paar Steine übergeblieben. Ein paar Pflanzen auch noch, aber ich habe schon versucht, wirklich alles zu verbrauchen, weil wir haben noch so viele Sachen über für noch weitere Projekte. Ob das jetzt nochmal eine Unterwasserhöhle wird oder sonstiges, das muss man gucken. Oder ob man das nochmal irgendwo mit einbringt, das schauen wir mal. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt das Ergebnis. Deswegen machen wir unsere kleine Tour. Und ja, es ist das Haus in der Aligre-Wüste geworden, das Haus des leisen Magnifico. Und ja, es ist leider nicht ganz so dunkel geworden, trotzdem leuchtet es schön bunt und fröhlich vor sich hin. Diesmal auch mit mehr Unterwassereffekten, auch wenn ich das schon bei der Unterwasserhöhle schön fand, dass wir da schon einiges reinpacken konnten. Aber hier ist es jetzt noch mehr, was ich noch cooler finde, muss ich gestehen, weil es natürlich noch wasserartiger wirkt. Es sind, ich habe keine Ahnung, ich glaube 5 Schwärme drinne, dann die Luftbläschen, die Quallen, also ist und noch ein paar Tierchen sind hier untergebracht, sodass es halt auch noch ein bisschen wirkt. Man sieht da hinten noch die große Krabbe, die in dem Paket war, in diesem Grundpaket. Ich habe fast alle Steine, Pflanzen noch rübergebracht, noch ein paar Pflanzen geholt, die Pflanzen aus dem Paket verbraucht. Also es ist wirklich bis auf den letzten Slot alles zu, alles voll. Es war auch ein bisschen Kunst, das hier alles zu gestalten, denn das Problem war, es war mir einfach zu ordentlich. Die Ruine ist ja nicht, also das sieht schon ein bisschen ordentlicher aus und das war mir einfach zu ordentlich. Also dementsprechend musste erstmal ganz, ganz viel Steine her, hier musste noch ein kleiner Schatz untergebracht werden. Also es ist, ja, es musste irgendwie felsiger werden, pflanziger werden. Es ist auf jeden Fall, ja, ich bin schon etwas stolz drauf, auch wenn es, wie gesagt, nicht so dunkel wurde, wie ich es gerne wollte. Hier ist diese große, geniale Krabbe. Ich finde die so mega genial. Und es ist halt leider noch zu hell, aber es ist trotzdem schön geworden. Also die Farben kommen gut rüber, es leuchtet halt trotzdem. Und wir haben noch ein Stockwerk über uns und die Decke, die musste ich echt, ich habe da, glaube ich, mehrmals herum experimentiert, ob ich sie da irgendwie noch richtig zubekomme und das richtig dunkel machen kann. Aber leider geht das nicht. Aber gut, muss man mit leben, ist halt so. Wie man sieht, hier ist nochmal einige Schwärmchen. Also es ist wirklich jetzt eine richtige, ja, wie so eine Ruine geworden. Man sieht hier schon alles zugetackert. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Felsen wir hier verarbeitet haben. Ich habe alles aus der Höhle mitgenommen und alles nur noch verarbeitet. Und musste erst mal gucken, wie ich das am besten alles unterbringe. Erstmal nur die Felsen, dann nach und nach die Pflanzen, dann immer Stück für Stück so durchgearbeitet, damit man hier auch noch ein bisschen Durchgang hat. Und wie man sieht, ist halt das auch wirklich Pflanz, also richtig so zugewachsen, wie so eine richtige alte Ruine geworden. Ich bin da echt stolz drauf. Wir hatten so tolle Sachen. Das Paket war mega und es passte auch alles. Hier ist nochmal dann diese Spieluhr, die es da noch gab. Die habe ich dann auch noch geholt. Die passt ja auch perfekt da rein. Und habe versucht, die Säulen so ein bisschen verschwinden zu lassen. Da oben ist noch dieser Bronzetentakel. Der ist auch noch untergebracht. Der wurde auch noch beigesteuert. Also liebes Dankeschön nochmal an alle, die diese Sachen noch zusätzlich beigesteuert haben. Und zu denen, die davor schon was beigesteuert haben. Und für die Inspiration. Ich musste erstmal ein paar Häuser wieder durchgucken. Wir haben auch einige Häuser erstmal holen müssen. Weil es war einfach, wie gesagt, es sind so viele neue Rezepte dazu gekommen. So viele Dinge, die man noch gelernt hat. Und entdeckt hat und ja, es ging nicht anders. Ich wollte manches nicht anrühren, aber es tut mir leid, es musste angerührt werden. Die alte Version, also die Höhle im geräumigen Domizil war das, glaube ich, die findet ihr unten in der Box. Das werde ich da verlinken, sodass man auch mal nochmal so sehen kann, wie das vorher aussah, wie es danach aussah. Und hier sieht man, wie gesagt, diesen Tentakel.
der ein bisschen durch die Wand geht, aber es war ein bisschen schwierig. Ich wollte ihn nur unterbringen erstmal. Und ich habe ein bisschen herumexperimentiert, aber wie gesagt, ihr seht ja schon, es ist wirklich sehr eng geworden, sodass das hier schwierig wurde. Da oben sind große Pilze, die werden auch später nochmal zu sehen sein. Wir haben ja mehrere Projekte quasi fertiggestellt. Ich habe jetzt eine Woche lang nur mit Projekten verbracht, also mit Housing-Projekten. Und ja, das ist auf jeden Fall das erste Ergebnis. Also die 2.0 Version. Und ich hoffe, sie gefällt. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Einen Kommentar natürlich auch. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen, vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Und dann bis später.